Was geht ab, Leute? Neue Folge BeatFK. Der Pott ist unnormal voll. Ich konnte die letzten drei Folgen gewinnen. Und jetzt kommt noch mal ein Schuh von Sadio Mané unterschrieben rein. Und wir haben einen der besten Herausforderer, die bis jetzt mitgemacht haben. So sieht er aus. Servus, ich bin Gregor von Westfalen, 22 Jahre alt, spiele bei der Spielvereinigung Bayreuth in der Regionalliga und freue mich auf die heutige Challenge. Let's go. Was geht? Servus. Freut mich, dass du da bist. Freu mich auch. Bin mal gespannt, was du gleich zeigen kannst. Ja. Erwartungen sind hoch. Druck ist hoch. Ja, wir haben uns heute den New Balance Furon V6 Plus Pro ausgesucht. Der ist mit seinem neuen Obermaterial nochmal ein kleines Stück leichter geworden und wie sich das in den Challenges verhält, das seht ihr jetzt. Ich bin gespannt. Let's go! So, erste Challenge wie immer, Five Shot, kennst du auch, hast du gesagt, ne? Ja. Und schnicken, wer anfängt, würde ich sagen. Ja, dann darfst du anfangen. Okay. Darfst du gleich mal dein Können zeigen. So, erste Runde, jeder hat zwei Runden und ja, von der Liga her ist es mit der höchste, der bis jetzt dabei war. Wir hatten eben schon ein paar Dinger zum Aufwärmen raufgeballert. Und let's go! Komm, Jan. Oh, ist ja eisig. Ah, eiskalt, ey. 1 gegen 1 und Elva ist drin. Oh, er macht Knuckleball. Alter, ist der gut. Macht er gut, macht er gut. Starker Ball, Lukas. Oh, es sieht nicht gut aus. Stark, Jan. Und direkt. Oh! Oh. Hey, aber da war richtig schön Druck hinterm Kopfball und die Schüsse, ey, so krank platziert in die Ecke. Drei Dinger. Erste Runde war okay. Hast du gut gemacht. Danke, Mann. Schauen, was Lukas zu bieten hat. Ich glaube, das kann spannend werden. Okay, drei Tore ist eine Ansage. Jetzt muss ich auf jeden Fall, also wenn ich weniger als zwei habe, dann ist die Challenge schon fast verloren, aber sollte ja machbar sein. Oh, schön. Jawohl! Auch gut. Jetzt wird es interessant. Nein! Ja! Oh, stark gehalten, Mann. Und der direkte. Nein! Schade. Wie blind. So ein Geschenk. Nein! Die erste Runde geht an mich, oder? 3-2. Ja. Hast du auf jeden Fall gute Chancen, ne? Also bist du zufrieden erstmal? Ja, ne? Ich bin zufrieden. Jetzt nochmal bestätigen, Fall. Dann habe ich es echt schwer. Also 3-2, wenn du jetzt nochmal 3 machst, brauche ich schon mal 4er-Runde. Viel im Pott, viel im Pott. Ja, er macht jetzt nur 2. Mein Ziel, 4 Tore. Mal schauen. Oh, fast dran gewesen. 1 gegen 1. 1 gegen 1. Ach so. Nee, da ist er zu gut. Zu routiniert. Sieht, Jan kommt mit Tempo und als Keeper ist es auch super schwer. Freistoß. Oh, schlecht. Oh, der ist nicht gut. Ja. Ja, schöne Annahme. Ja, okay. Ja, den macht er. Da ist der Stürmer. Ah, 6-2. Jetzt brauche ich 4 Tore. Sauber. Stark. Was sagst du? Ja, die Schüsse hinten waren ein bisschen schlecht, aber der Kopfball war dann noch ganz gut und ich glaube, die Basis ist okay. Mal schauen, was du machst. Ich habe auch das Gefühl, er will die immer auf Kopf, weil er läuft immer so geil in den Ball rein, aber da ist halt auch der Stürmerinstinkt, ne? Ich brauche 4 Tore von 5 Schüssen. 4er Runden gab es schon, habe ich auch schon gemacht. Schön verladen. Auch gut. Ja, ich lasse ihn mal ins Tor. Das habe ich gesagt, jetzt bin ich drin. Ja, komm, Junge, 2 Dinger noch.
wie schlecht. Stark gehalten. Letzter Ball, es geht um alles. Jan ist aber auch da. Nein! 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 Junge! Sauber, sauber, ey. Jetzt geht's schon um alles. So, erste Challenge hast du dir geholt. War knapp am Ende, aber so ist halt BeatFK, ne? Und jetzt haben wir die zweite Challenge. Die ist auch wieder mit 5 Torabschlüssen. Hier so ein Speed-Parcours aufgebaut. Und derjenige, der den Parcours am schnellsten macht, kriegt noch einen Punkt oben drauf zu den Toren. Und ich würde sagen, schnicken wir wieder, ne? Let's go. Anfängt. Ja. Komm. Oh Mann, da, ey, bin ich da heute. Da bin ich da, Alter. Mann! Ja, du darfst selbstverständlich anfangen. Das ist ja bei der Challenge, glaube ich, selbstverständlich. Ach, darf ich? Danke, Mann, danke. Weil dann kann ich mich ein bisschen orientieren an der Zeit von ihm. So, jetzt geht's um alles. Ich könnte hier heute den 4. Sieg in Folge holen. Und Konsi lädt einfach einen Regionalligaspieler ein. Also da muss ich auch noch mal mit ihm reden. Aber noch nichts verloren jetzt hier mit Speed. So eine schöne Abschluss-Challenge. Ja, gefällt mir eigentlich ganz gut. Ist halt wie, wenn man so ein neues Auto hat, ne? Wie mit den Schuhen hier heute. Man muss halt die PS mal auf die Straße bringen. Da macht's richtig Spaß. Zeit läuft. Ja, das ist hier die Messi-Ballführung. Und 1 gegen 1. Ja, da dribbelt er wieder rum. Das macht er so gut, aber es kostet Zeit. Ich glaube, ich habe vielleicht die Top-Zeit. Genau, ein Kontakt und Abschluss. Ja. Und ein Kontakt und Abschluss. Oh, er ist nicht da, Jetzt noch der Freistoß. Und dann das Finish. Nee, oh mein Gott! Nicht seine Runde. 35 Sekunden. Nicht so leicht, wie man denkt. Das war nix. Er war nicht schnell, er hat den Keeper noch ausgedribbelt und jetzt muss einfach eine Topzeit und ein Tor, dann liege ich in Front. Und dann soll er erstmal seine nächste Runde machen. Bist du da? Ja, ich bin da. Okay. Gute Zeit. 25. 24, was 25. Los? 25. Geflogen durch die Übung. Ey, der Fluron. Das ist ja hier Wahnsinn. Also 3-1 nach der ersten Runde. Gute Chancen, in die dritte Challenge zu gehen. Ich bin da. Zeit läuft, läuft, läuft. Oh, jetzt ist er schnell. Ah, den macht er. Ist er auch eiskalt. 2 Tore hat er. Jetzt hat er mich schon. Gut, Jan. Boah, er macht es auf jeden Fall spannend nochmal. Er ist jetzt drauf. Und der Freekick nochmal. Ah, wird schwierig. Meine Güte. So, 2. Runde für mich. Ich brauche nur die schnellste Zeit. Da habe ich die Challenge gewonnen und darauf lege ich jetzt auch alles. Wenn jetzt die Zeit nicht klappen sollte, brauche ich 2 Tore, um zu gewinnen. 1, um auszugleichen. Das heißt, beste Voraussetzung. Let's go. Oh, das war's. Das war's. GG. Das war's. Ja!
Was ist die Zeit? Ganz stark, 23. Top. Challenge geholt. Letzte Challenge, Free Kicks. Spielstand 1-1. Letzte Challenge. Ich habe ihn vorher gefragt, sollen wir Elfer schießen oder Free Kicks machen? Er wollte Free Kicks, jetzt haben wir es. Mittlere Position, geht um alles. Wer als erstes zwei Tore hat? Let's go. Schnicken noch, ne? Wer anfängt. Ja. Also ich habe bis jetzt beide gewonnen. Jetzt muss ich in seinen Kopf. Ja! Ja, ich lasse ihn wieder anfangen, komm. So, es geht um alles. Hier. Regionalligaspieler gegen Bezirksligaspieler. Okay, erster Freekick. Ah, die Power ist gut. Jetzt die Frage, Curve oder Knuckle, aber von da ist eigentlich Knuckle. Nein, was ein schlechter Schuss. Man spürt halt die Spannung bei jedem Schuss. Könnte immer direkt vorbei sein. Da kommt er. Let's go! Oh mein Gott! Alter, was war das für ein Hammer? Ich mache es dem Torwart auch kaum Vorwürfe, weil der war geisteskrank genackelt und mega die Power. Jetzt muss ich abliefern. Nein! Der war stark. Alles gut? Sani! Sanitäter! Alles gut? War kurz schwarz vor Augen. Das ist mir ganz eklig da aufs Knick da hinten drauf. Okay Leute, das war's mit dem Video heute. Challenge vorbei. Keeper ist K.O. Merkt ihr auch diese Anspannung? Eigentlich haben wir ihn da, wo wir ihn haben wollen. Nein! Der Wind! Alter, was eine Power der Mann hat! Der geht. Ey. Nein, das ist einfach nicht genug. Jetzt muss ich ausgleichen, das wäre so wichtig, weil dann kann er nicht gewinnen. Are you? Mann! Jawohl, Junge! Ey, du hast aber wie kann auch man Pech so ein, heute. Wie kann man so du ein Pech haben? Du hast aber haben? Auch Pech heute. Wie, ey, nein, der zweite bei der Freistoß-Challenge. Gehen beide rein, hab ich's. Aber jetzt kann es finishen. Das ist er. Ja! Woo! Let's go! Baby! Stark, Alter. Nein! Nein! Er ist dran, aber. Yes! So Leute, das war die Challenge. Ja. Ja, Glückwunsch. Hast ja auf jeden Fall was geholt. Danke, Mann. Einige tolle Preise. Ich bin richtig traurig hier, aber ey, alles, du hast es super alles gemacht, gegeben, Mann. Ey. Am Ende zwei Pfostenschüsse. Jetzt ist der nächste FK-Kandidat dran. Martin wird die nächsten Battles machen. Bewerbt euch gerne unten in der Beschreibung. Ansonsten müssen wir beide, glaube ich, sagen, die Schuhe sind überragend. Ey, so geil, Mann. Ohne Scheiß. Shoutout an New Balance. Let's go. Richtig super leicht. Geiles Gefühl. Geile Schüsse. Speed ist auch da. Die haben ihn so gut gemacht. So, Leute, danke fürs Zuschauen. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.